Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu City Skylines. So, ich habe mir eine neue Karte gegönnt. Ich habe relativ viel Zeit damit zugebracht, halt Karten zu sichten und dann letztlich mich für eine zu entscheiden. Deswegen gibt es jetzt hier auch noch nicht so wahnsinnig viel zu sehen. Die Karte muss ich euch und will ich euch natürlich trotzdem erstmal präsentieren. Die Karte heißt, oh Gott, wie hieß die? Vanilla Coast müsste das sein. Nagelt mich nicht fest, ich schaue nochmal nach und werde es irgendwie in die Videobeschreibung packen. Findet ihr auf jeden Fall im Steam Workshop. Die hatte auch so diesen Zusatztitel For Builders. Und da habe ich mich dann schon ein Stück weit angesprochen gefühlt und habe mich dann letztlich für die hier entschieden. Ich habe mir allerhand Karten angesehen, wirklich auch ein bisschen größenwahnsinnige Dinge dabei. Wunderschöne Karten teilweise, Gebirgsszenarien mit vielen Inseln, mit Küstenszenarien, wobei eine Küste habe ich ja hier auch. Wollte ich auch haben, unbedingt, weil ich auch einen Hafen anlegen möchte mit Schiffsverkehr und pipapo. Die hat aber vor allem den Vorteil, dass sie halt wirklich sehr, sehr flach ist. Trotzdem habe ich auch Gebirge mit dabei, so ein bisschen außenrum am Rand. Aber ich kann mich halt hier richtig austoben. Also ich muss nicht extra erst massiv die Flächen vorher einebnen, was ja auch kein Problem ist. Aber trotzdem, ja, die ist einfach sehr geeignet, glaube ich, für meine Herangehensweise. Das bringt mich auch gleich zum nächsten Punkt. Also ich werde es schon auf dieser Karte versuchen, so umzusetzen, wie ich halt das bei Transport Fever angehe. Also ich werde mir zuerst mal Bereiche reservieren für die ganzen Gleisanlagen. Ich werde schon mal so grob anfangen mit dem Layout für Abstellbereiche. Ich werde mir überlegen, wo möchte ich Güterverkehr haben? Wo möchte ich einen Güterbahnhof haben, einen Umschlagbahnhof? Wo möchte ich Betriebswerke haben? Und all so ein Kram. Und halt schon mal so grob die Bahndämme verlegen. Das hier wird so erstmal der erste zentrale Hauptbahnhof, ne? Der Berliner Hauptbahnhof, wunderschönes Modell. Fügt sich sehr schön ein. Und erst wenn ich das so alles durchgeplant habe, also auch inklusive wahrscheinlich, ich werde die Autobahnen auch schon mal so einigermaßen einplanen halt und die Strecken verlegen, so wie ich mir das vorgestellt habe. Und erst dann werde ich anfangen, so ein bisschen Großstadtkulisse drumherum aufzubauen. So. Also im Großen und Ganzen mache ich das bei Transport Fever genauso. Und ich denke mal, ja, schauen wir mal, wo die Reise hingeht, was das dann hier für Resultate ergibt. Aber so schlecht wird das schon nicht werden, denke ich mal. Immer so ein bisschen die Eisenbahn als zentrales Thema, als roter Faden, der sich so ein bisschen durch die ganze Serie hindurchziehen wird. Aber natürlich werde ich auch eine möglichst ansprechende Stadt außenrum entwickeln und dann eben mit Flughafen langfristig einem Hafen. Und mal schauen, was mir sonst noch so alles einfällt. So, nehmen wir das Ganze mal in Augenschein. Wie man auch sehen kann, ich habe mir jetzt diese Mod dazugenommen, wo man eben, ich glaube, 81 Tiles kaufen kann. Also die ist zwar jetzt vergleichsweise klein, zumindest im Vergleich zu den Karten, die ich mir sonst noch so angesehen habe, aber ich denke mal, das reicht vollkommen. Also ich will mich auch nicht total verlieren in der Karte, sondern schon auch versuchen, den Fokus so ein bisschen auf die Detailarbeit zu legen. Und ich glaube, dafür ist die Karte wirklich bestens geeignet. Eben gerade dadurch, dass so viele freie, also ebene Flächen einfach schon am Start sind. Und ich glaube, dadurch werde ich hier ganz gut basteln können. Kaufen gleich mal die anderen Teils noch dazu. Ah ja, okay, das ist jetzt eh das Maximum. Das ist jetzt quasi schon die ganze Karte. Und das ist doch ausreichend. Also hier, glaube ich, kann ich schon einiges entstehen lassen. So, dann schauen wir gerade mal ein bisschen rein. Wird natürlich eine etwas kürzere Folge, weil, wie gesagt, ich habe einfach noch nicht viel zu zeigen. Ich habe mal so den Grundstein gelegt. Und ich habe jetzt aber auch einige Tage Zeit, beziehungsweise einige Ingame-Stunden Zeit, dass ich hier ein bisschen basteln kann. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Die ist auch ein bisschen anders designt natürlich als die erste Karte, die ich hatte. Also hier sehe ich schon mal, hier habe ich zwei Schienenanschlüsse, die nach draußen führen. Und ich meine, dass ich auch noch irgendwo einen weiteren gesehen hatte. Ganz sicher bin ich mir gerade nicht. Schauen wir mal, wie sich das hier drüben äußert. Ja, hier geht es noch raus. Hier geht es noch raus. Und ich denke mal, hier sollte mir das auch deutlich besser gelingen, erstmal im ersten Schritt Güter- und Passagierverkehr zu trennen. Also wirklich strikt zu trennen, dass die wirklich, also idealerweise halt schon einen eigenen separaten Zugang quasi von außen haben. Ich weiß noch nicht, ob sich das umsetzen lässt. Dass ich halt dann wirklich schaue, dass ich
eine Linie halt Richtung die Güterbahnhöfe lenke und die andere halt nur Richtung Personenbahnhöfe, wobei das ja sowieso dann automatisch vonstatten geht. Also Güterzug wird ja keinen Passagierbahnhof anfahren und umgekehrt. Deswegen denke ich mal, werde ich hier hoffentlich nicht so den fiesen Verkehrsinfarkt auf der Schiene bekommen. Und ansonsten, ja, wie gesagt, wie ich auch schon mal erwähnt hatte, ich werde natürlich auch innerstädtischen Verkehr strikt trennen von dem, was von draußen von der Karte reinkommt. Also das heißt, hier könnte man schon mal schauen, dass ich dann eben hier oben diesen Schienenstrang zum Beispiel nur für S-Bahn-Betrieb hernehme, weil der halt dann einfach quasi nicht angeschlossen ist an das große Schienennetz. Das sollte mir schon mal ein bisschen, also Kopfschmerzen ersparen, graue Haare ersparen. Ja, das ist mal so viel zur neuen Karte und zur Herangehensweise, die ich mir überlegt habe. Wenn ihr da noch irgendwie Kommentare, Vorschläge habt, bevor ich hier quasi wie wild drauf losbastel, wenn ihr noch irgendwie generell was habt, was ich vielleicht beachten sollte und jetzt noch nicht auf dem Schirm habe, natürlich gerne her damit. Und ansonsten freue ich mich mega auf die zweite Staffel, auf ein neues Projekt mit einer etwas planvolleren Herangehensweise und ich hoffe mal mit zufriedenstellenden Ergebnissen. Okay, jetzt sind wir erst bei 6 Minuten 15, das ist natürlich ein bisschen zu wenig und ich wollte ja auch noch ein bisschen Abschied feiern von der alten Karte, deswegen kriegt ihr jetzt einfach noch ein paar Impressionen hinten dran geschnibbelt. Ich werde mich ein bisschen mit der freien Kamera auf der alten Karte nochmal niederlassen und Tag-Nacht-Wechsel einschalten etc. pp. Und dann kriegt ihr einfach nochmal ein paar Szenen als Abschied zu sehen. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuschauen, ich freue mich auf die zweite Staffel. Und ich hoffe, euch geht's genauso. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Voraussichtlich Dienstag. Außer wenn es die Zeit halt nicht hergibt, dann kommt Dienstag irgendwas anderes und dann geht's Donnerstag regulär weiter. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Adieu.